Schön, dass du das Video anschaust. Heute sind wir bei einem ganz heiklen Thema und da geht es um Gewalt, Rücksichtslosigkeit, Brutalität, Intoleranz oder sonst was noch alles. Nämlich es geht um die Kreuzzüge. Kreuzzüge, da haben viele Leute so den Eindruck, das ist so eine der dunkelsten Stunden in der Geschichte der Kirche. Wenn man in islamischen Ländern ist, dann hat man fast den Eindruck, als ob die Kreuzzüge so vorgestern gewesen waren und als ob da dann all die Europäer gekommen sind und haben dann auf grausame Art und Weise gegen die Muslime gekämpft oder sie sogar noch getötet. Und das ist ja nun nicht so toll. Genau. Michael. Ja. Was waren denn sonst die Kreuzzüge, wenn es nicht so genau gewesen ist? Ja, also erstmal müssen wir vielleicht wahrnehmen dabei, dass die Kreuzzüge etwas sind, was schon einige Jahre zurückliegt. Das macht die Sache natürlich nicht prinzipiell besser. Aber genau haben sie eigentlich angefangen im Jahr 1095, wobei eigentlich 1098 der erste Kreuzzug gestartet ist oder sagen wir mal so rund 1100. Und zwischen 1100 und zwischen 1300, also rund 200 Jahre, da war die Zeit der Kreuzzüge. Und zwar ging es darum, um den Hintergrund nochmal zu haben, der ganze Nahen Osten, die Gebiete, die wir heute Libanon nennen, Syrien nennen, Israel nennen, Türkei nennen, das gehörte damals zu einem großen christlich geprägten Reich. Das war das Byzantinische Reich. Und die waren über Jahrhunderte hinweg da, deren Hauptstadt war Konstantinopel, das heutige Istanbul. Und dann war es jetzt in der Zeit, wir sind also so Anfang des, also im 11. Jahrhundert, also nach dem Jahr 1000, und da sind viele muslimische Gruppen gekommen, also einzelne Stämme gekommen und haben immer wieder Überfälle gemacht auf dieses Gebiet und haben das Gebiet schließlich erobert, natürlich blutig. Und sie haben dann viele der Christen, die da lebten, vertrieben oder getötet. Und jetzt hat der byzantinische Kaiser, der Alexios hieß der, der hatte sich an die Menschen gewandt, die im Westen lebten, von ihm aus gesehen, also in Europa. Ja. Und da hat er gesagt, ihr seid doch auch Christen, ihr müsst mir helfen gegen die Muslime, die jetzt da die Christen vertreiben und töten. Haben die Muslime das aus religiöser Intention gemacht oder Man kann politisch? Das nie so ganz genau unterscheiden, weil im Islam gehört das beides zusammen. Schon Mohammed war einerseits religiöser Führer der Muslime und gleichzeitig war er staatlicher Führer. Stimmt, also das heißt, er war Oberhaupt religiös und Oberhaupt staatlich. Und deshalb waren Expansionen, wie sie Islam betrieben hat, immer so eine Mischung. Mischung aus Politik und aus religiösen Sachen. Das war im Westen ein bisschen anders. Im Westen war das ja relativ streng getrennt. Oberhaupt der Kirche, damals noch katholisch, was anderes gab es im Westen ja nicht. Das war dann der Papst. Und Oberhaupt im staatlichen Bereich, das waren dann die verschiedenen Könige, Herzöge, Fürsten und all so etwas. Und das hat man relativ versucht, einigermaßen zu trennen, obwohl die meisten Könige sich auch als Christen verstanden. Also gesagt haben, sie sind auch Christen. Und da ist dann auch ein gewisser Unterschied. Dann hat nämlich der Alexios sich an den Papst gewandt, Urban II., und dem hat er gesagt, hilft uns. Der Urban, der hatte aber eigentlich gar keine schlagfähige Armee, mit der er hätte helfen können. Der hatte dann in Clermont-Ferrand in Südfrankreich einen Aufruf gemacht und gesagt, ihr alle als christlicher Herrscher seid verpflichtet, eurem Bruder, König, Kaiser, da Alexios zu helfen. Und dann ist erstmal lange Zeit gar nichts passiert und dann hat man eine Armee zusammengestellt. Die ist dann nach Konstantinopel gegangen. Denen gefiel das da so gut, dass sie erstmal gar nicht weitergehen wollten. Und dann musste Alexios sie drängen, jetzt auch an die Front zu gehen. Und dann kämpften sie dort und hatten innerhalb schon des ersten Kreuzzugs Jerusalem erobert. Und das Ganze war ziemlich rücksichtslos und brutal gewesen. Man hat da viele Leute umgebracht, auch bei der Eroberung Jerusalems. Zum Teil wollte man nur die Muslime umbringen, aber da waren auch viele orthodoxe Christen. Die sprachen nur Griechisch zum Beispiel. Und da die Europäer kein Griechisch verstanden, haben sie auch mit umgebracht. Da muss man sagen, das ist natürlich brutal, das ist ja schlimmsten sowas. Allerdings muss man auch sagen, als dann der Krieg gewonnen war, dann war das ganze Königreich Jerusalem, wie sich das da nannte. Man hatte nämlich das Land dann nicht mehr dem Alexios gegeben, sondern gesagt, dann machen wir unser eigenes Land. Und dann war der Gottfried von Bouillon, also französischer Adliger, der hat sich dann als König einsetzen lassen. Und dann war es aber relativ friedlich erstmal. Denn als man das Land erobert hatte, dann lebten die meiste Zeit, als diese Kreuzfahrerreiche war, lebten sehr, sehr viele Muslime im Kreuzfahrerreich. Häufig waren sogar mehr Bürger des Kreuzfahrerreichs waren Muslime als Christen. Also auch das spricht schon dagegen, dass es sich bei den Kreuzzügen um eine rein religiöse Angelegenheit gehandelt hatte. Denn im Land hat man gar nicht probiert, die Muslime zu bekehren, sondern die Muslime blieben Muslime, die Christen blieben Christen. Es ging mehr um die Oberherrschaft und um die Sicherung der heiligen Orte, damit die Pilger, die aus Europa kamen, jetzt friedlich und ohne Unterdrückung und Mord und Gefahr sich die heiligen Orte, Jerusalem und den Tempel und Nazareth und Bethlehem und all das anschauen konnten.
Und das ging dann rund 200 Jahre lang. Und am Ende dieser Zeit war es ja so, dass dann auch nicht die Muslime gekommen sind, bitte gebt uns das Land wieder, sondern die Muslime haben dann wieder die Christen erschlagen. Also das heißt, wenn wir schon von Gewalt reden, dann müssten wir sagen, ist hier von muslimischer Seite ja doppelt so viel Gewalt. Denn zuerst waren es christliche Gebiete, die von Muslimen erobert worden sind mit Gewalt und hinterher haben die Christen das erobert und dann haben wir die Muslime es erobert. Aber Christen im Sinne von, das war ja eigentlich der französische König, also es war jetzt ja gar nicht der Papst oder so, der das jetzt ins Leben gerufen hat. Der französische König, der König des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, der englische König, da waren einige, nicht? Also Richard Löwenherz zum Beispiel, nicht? Dann eben aus England, der hatte ja auch mal bei einem der Kreuzzüge mit teilgenommen, oder Barbarossa, nicht? Deutscher König, hat dann mit daran teilgenommen. Und im Grunde genommen, der Papst hat aufgerufen, der hat auch so ein paar Begleiter mitgeschickt, Mönche, Priester und so weiter. Und es gab dann eine Gruppe bei den Kreuzfahrern, das waren eben die Ritterorden. Da gab es den Deutschen Ritterorden, die Templer und die Johanniter, später Malteser genannt. Die waren gleichzeitig Mönche und Ritter. Aber das war der kleinste Teil. Der größte Teil dieses ganzen Trosses, das waren zum Beispiel einfach Leute, abenteuerlustige Leute. Oder das waren die dritten, vierten Söhne irgendeines Adelsgeschlechts, die nie geerbt haben und die jetzt hofften, dass sie irgendwo in Israel dann sich ein eigenes Reich erobern würden, indem sie dann eben da das Land haben und dort als Fürsten oder Herzöge oder sowas eingesetzt werden. Die ging also um Abenteuer und denen ging es dann um Reichtum zu bekommen. Das war so. Oder man hat sogar in Europa überall die Gefängnisse geöffnet und jeder, der aus dem Gefängnis versprochen hat, ich werde auch in Kreuzzug gehen, den hat man auch mitgeschickt. Das waren nicht fromme Leute, sondern das waren gerade häufig rücksichtslose, brutale Verbrecher und so, die man da mit losgeschickt hat. Also die Leute, die mitgezogen haben, waren ganz unterschiedliche Leute. Ein kleiner Teil von denen waren religiös, der große Teil. Zum Beispiel eine ganze Abteilung gab es dort, das waren Prostituierte, weil die gesagt haben, wenn dann so ein ganzes Heer ein paar Jahre unterwegs ist, die brauchen Prostituierte, also kann man Geld verdienen. Das war aber nicht besonders fromm. Bäcker sind mitgezogen, Hufschmiede sind mitgezogen, Schreiner sind mitgezogen, um die ganzen Sachen zu versorgen. Der Großteil dieser Leute haben mit Religion relativ wenig zu tun gehabt. Okay. Und die haben, als sie dann im Land waren, auch nicht angefangen, die Muslime zu missionieren. Okay. Sondern die haben einfach ihre Gottesdienste gemacht und die Muslime waren Muslime geblieben und die Christen sind Christen geblieben. Okay. Aber warum wird das denn Kreuzzug dann genannt, wenn das jetzt gar nicht unbedingt christlich geprägt war? Das hängt mehr zusammen mit so einer allgemeinen Rechtfertigung für irgendwelche Kriegszüge. Ich würde das mal vergleichen mit heute. Wenn heute irgendein Staat so eine militärische Angelegenheit startet, wie zum Beispiel die Amerikaner gehen nach Afghanistan oder was weiß ich, die Russen gehen nach Syrien, dann wird immer gesucht, wie kann man das in der Öffentlichkeit gut verkaufen? Und dann sagt man nie, wir wollen das erobern, weil wir wollen gerne die Herren sein, wir wollen gerne das Land ausbeuten. Das kommt schlecht an in der Öffentlichkeit, sowohl in dem Land als auch zu Hause. Und also überlegt man sich irgendwelche anderen Werte. Also wenn die Amerikaner nach Afghanistan gehen, dann sagen sie, das ist im Rahmen von Freiheit und Gerechtigkeit oder irgendwie sowas. Auch wenn das vor Ort gar nicht ankommt, von vor Ort nicht einmal Religionsfreiheit nach über 10 Jahren durchgesetzt worden ist, sondern jeder Muslim, der sich heute zum Christentum bekehrt, wird nach islamischem Recht umgebracht, obwohl die Amerikaner dort scheinbar ja den Frieden sichern. Es gibt in Afghanistan bis heute keine funktionierende Demokratie und trotzdem sagt man es für Freiheit und Demokratie. Und so machen das alle Staaten. Alle Staaten nennen heute, sagt man, irgendwelche humanistischen oder aufklärerischen Ideale, die im Grunde genommen keine Rolle spielen. Und damals hat man eben religiöse genommen, weil sich das besser anhörte. Aber im Grunde ging es bei der Sache selten um wirklich religiöse Sachen. Das hat sich auch darin gezeigt, dass vielfach dieser Begriff Kreuzzug, der wurde dann auch in Europa für ganz andere Sachen benutzt. Wenn es nämlich zum Beispiel Völker gegeben hat, die gegen die Zentralherrschaft aufgestanden sind, dann sagt man, jetzt machen wir einen Kreuzzug gegen die und die Gruppe. Oder der Papst, da gab es eine Gruppe, die haben die öffentliche Kirche kritisiert, die Albigenser und Katharer in Südfrankreich. Und dann hat man einen Kreuzzug innerhalb Frankreichs gemacht gegen diese, um sie zu unterdrücken, weil sie sich eben nicht dem König unterworfen hatten und der Kirche unterworfen hatten. Und da spielten auch religiöse Sachen nur am Rande eine Rolle. Es ging viel um Macht, Einfluss, Geld. Und genauso ist es da eben auch bei den Kreuzzügen. Die eigentliche Motivation war nicht so stark eine religiöse. Das merken wir schon allein daran. Häufig waren die Kreuzfahrer verbündet mit anderen arabischen, islamischen Stämmen, um gegen andere Muslime zu kämpfen. Da sagen wir, hey, wieso verbünden sich mit den Kreuzfahrern denn jetzt andere Muslime, wenn die doch gegen die Muslime sind? Weil es in Wirklichkeit nur um politische Macht ging. Und dann ist es total egal, wenn ein Muslim für dich kämpft, super, wenn ein Muslim gegen dich ist, ist er gegen dich. Also im Land selbst lebten viele Muslime, das zeigt schon, es ging nicht um gegen Muslime. Und dass man sich mit Muslimen verbündet, zeigt ja wiederum, es geht ja auch nicht um wirklich um Muslime.
Leute, die ernsthaft versuchten damals, Muslimen das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben, das waren Leute wie Franz von Assisi. Der ist in der Zeit der Kreuzfahrer per Schiff friedlich nach Ägypten gegangen und hat friedlich dort mit dem Sultan debattiert über den christlichen Glauben, allerdings erfolglos, der hat sich nicht bekehrt. Aber das war dann wirklich christliche Motivation. In der Zeit der Kreuzzüge, total ohne Gewalt und ohne Krieg und sonst irgendwas. Okay, aber ich habe schon öfter so gehört, dass die bei den Kreuzzügen so wirklich Zwangstaufen auch durchgeführt haben und Leute dann wirklich auch zum christlichen Glauben gezwungen haben, einfach, dass sie konvertieren. Also innerhalb der Kreuzzüge gab es das so gut wie gar nicht. Es gab einige andere Fälle, wo beispielsweise dann Südamerika erobert worden ist. Da wurden die Indianer sehr häufig zum Zwang getauft. Oder auch als die katholische Mission in Indien gewesen ist, da hat man das auch gemacht. Bei den Kreuzzügen aber eigentlich so gut wie gar nicht. So hat er das Ganze getrennt gelassen. Manche, die haben dann, weil sie mit den Kreuzfahrern sich gut stehen wollten oder da auch sich Geschäfte erhofften, sind sie dann konvertiert zum christlichen Glauben. Aber eigentlich so mit Gewalt hat man da sehr wenig Leute oder so gut wie gar nicht das gemacht. Und aus europäischer Sicht muss man sagen, war das eine Aktion, die man heute ablehnen würde. Natürlich, wie wir alle Gewalt ablehnen, aber sie hat auch immense positive Auswirkungen für Europa gehabt. Beispielsweise hatte Europa wesentliche Impulse bekommen, die arabischen Zahlen. Heute würde kaum einer von uns mit den lateinischen Zahlen rechnen wollen, also X, nicht die Striche und V und sowas, sondern wir rechnen alle mit arabischen Zahlen, nennt man ja auch so. Wichtige Impulse der Architektur, der Mathematik, der Philosophie, der Medizin sind aus dem arabischen, islamischen Raum durch die Kreuzzüge nach Europa gekommen und haben wertvolle Impulse gegeben für Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter. Die Entwicklung des Bankwesens, die ja auch für die Entwicklung Europas ganz wichtig gewesen war, kommt in erster Linie aus der Zeit der Kreuzfahrer, wo dann die Templer so eine Art Bankwesen entwickelt haben, was sich dann hinterher weiter ausgebreitet hat. Darüber hinaus ist dadurch Europa etwas abgeschottet geblieben von dem Einfluss des islamischen Bereichs, denn die Muslime waren ja dabei, immer weiter in den Westen zu rücken. Wie hätte es die Kreuzzüge nicht gegeben, wären sie wahrscheinlich 200, 300 Jahre früher nach Europa gekommen und es hätte dann vermutlich weder eine Renaissance noch eine Aufklärung gegeben, denn in islamischen Ländern gab es so etwas nicht. Es brauchte scheinbar diesen christlichen Hintergrund und da müssen wir sagen, das war so eine indirekte positive Auswirkung, ohne damit die Kreuzzüge rechtfertigen zu wollen, aber wo wir sagen müssen, die hatten durchaus auch für die Kultur und die Wissenschaft und die politische Stabilität Europas eine positive Auswirkung. Trotzdem, dass es natürlich Unrecht war, da zu kämpfen, Leute umzubringen, dass man rücksichtslos war, auch Leute umgebracht hat, die gar nicht militärisch involviert gewesen waren, natürlich war das schlecht. Aber in keinem Fall sollte man sagen, diese Kreuzfahrer sei genau dasselbe wie islamische Extremisten, die einfach irgendwo jemanden festnehmen und dann umbringen. Ja, warum nicht? Also Weil die sagen das ja auch, also das wird ja auch immer als Argument genommen, dass das nur Leute sind, die gar keine wirklichen Muslime sind, sondern das sind einfach Leute, die auch, wie du sagst, auch Macht haben wollen, auch politisch erfolgreich sein wollen. Also könnte man das jetzt nicht vergleichen miteinander? Nein, da habe ich zum Beispiel einen islamischen Selbstmordattentäter, der irgendwo in eine große belebte Stadt kommt und einen Sprengstoffgürtel hat und sich in die Luft sprengt. Sowas gab es bei den Kreuzfahrern nirgends. Man hat nicht einfach willkürlich in Friedenszeiten irgendwelche Leute umgebracht, nur um ein Statement zu setzen, also der Islam ist gut und ihr sollt in Angst und Schrecken versetzt werden. Die Kreuzfahrer haben auch kein Terrorregime gehabt oder so. Ja, sie haben gekämpft, das haben manche Muslime ja auch getan, wobei es eben hier den Unterschied gab, keiner der Kreuzfahrerherrscher war gleichzeitig religiöser Herrscher. Also er war vielleicht Privatchrist, aber er war kein religiöser Herrscher. Zum Beispiel der IS in Syrien, der will ja beides miteinander verbinden. Das heißt, die obersten Mullahs, die wollen gleichzeitig religiöse wie politische Herrscher sein. Und die haben häufig willkürlich Leute umgebracht, um Terror auszuüben, Druck auszuüben. Dass das nicht immer nur religiös ist, das glaube ich sogar. Obwohl die Leute genau das Gegenteil behaupten. Also die IS hat ja sehr stark behauptet, sie seien jetzt eben der islamische Staat. Also religiöser geht es ja eigentlich da nicht. Und da glaube ich, ist schon ein großer Unterschied. Und dass sie das dann sogar noch in Länder hineintragen, wie Anschläge in Paris, Anschläge in Berlin, die sind ja gar nicht mehr in diesen Ländern, weil sie sagen, sie dienen jetzt Allah, weil sie irgendwo da willkürlich Leute umbringen. Sowas hat man eigentlich in der Kreuzfahrerzeit nicht getan. Da gab es keine Kreuzfahrer, die irgendwo nach Bagdad gegangen sind und dann einfach die erstbesten Leute umgebracht haben, die sie getroffen haben. Und die Kämpfer haben eigentlich auch deutlich unterschieden zwischen dem, was jetzt religiös und was politisch motiviert gewesen ist. Darüber hinaus ist auch noch ein wesentlicher Unterschied. Ein Kreuzfahrer, selbst wenn er Gewalt geübt hat, also diese wenigen Mönche aus religiöser Motivation, dann war das immer im Gegensatz zu dem, was Jesus gelehrt hat, also der Gründer des christlichen Glaubens. Denn Jesus sagt ja,
Liebe deine Feinde, segne die euch verfolgen, betet für und so weiter. Jesus hat nie irgendwo Gewalt gegen seine Gegner angewandt, Mohammed hingegen schon. Mohammed hat, als er die Macht ergriffen hat, gleich die erstmal die Leute von Medina unterdrückt und dann die von Mekka unterdrückt und dann auch die alle ringsherum. Also das heißt, er hat aufgerufen zu einem heiligen Krieg. Solch eine Idee des heiligen Krieges gibt es im Neuen Testament. Ich rede jetzt im Neuen Testament, und darauf stützen wir uns als Christen, ja, gibt es das nicht. Sondern gibt es die Liebe zu den Feinden. Und von daher kann man diese Aktion der Kreuzfahrer, egal wie sehr sie politisch, wirtschaftlich oder so weiter zu rechtfertigen wäre, kann man sie nicht christlich rechtfertigen. Also christliche Motivation muss man sagen, nein, das geht gar nicht. Dass Leute das gemacht haben, die sich für Christen hielten, da müssen wir sagen, ja, das passiert immer und überall. Aber eine christliche Aktion war das sicherlich nicht. Muslime können sich auf die Sachen des Koran berufen, Christen können sich nicht aufs Neue Testament berufen, wenn sie so eine Aktion durchziehen. Und wenn man es allerdings vergleicht mit den Aggressionen, die es dann meinetwegen im 20. Jahrhundert gegeben hat, also gerade jetzt in unserer Zeit, also gerade ein paar Jahre zurück meine ich, dann merken wir, dann ist das da gar nicht vergleichbar. Also denn in der Zeit der Kreuzfahrer, ja, sind Leute umgekommen und das war schlimm, aber die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, die wir gerade auch bei atheistischen, gottlosen Regimen im 20. Jahrhundert haben, nehmen wir den Nationalsozialismus oder den Kommunismus, Sozialismus, da ist das bei weitem ganz, ganz, ganz weit davon entfernt. Also natürlich, es gab Todesopfer, vollkommen klar, aber wenn wir sehen, wie viele Leute meinetwegen von Mao Zedong in China umgebracht worden sind oder bei den Roten Khmer in Kambodscha, dann merken wir, das ist viel, viel brutaler und rücksichtsloser gewesen, weil man den Menschen gar nicht mehr gewürdigt und geachtet hat. Also Kreuzzüge, ich glaube, wir sollten sie nicht verteidigen. Wir sollten aber auch nicht so tun, als ob es jetzt das Schlimmste ist, was in der Geschichte passiert sei. Und wir sollten deutlich unterscheiden, es ist nicht auf Grundlage der Bibel, nicht nach dem Vorbild, was Jesus uns gegeben hat. Und es ist auch nicht nur eine religiöse Angelegenheit und primär eine politische oder eine von abenteuerlustigen Adligen, die eben irgendwo sich noch ein Reich zusammenrauben wollen oder so, was man selbstverständlich verurteilen soll. Aber differenzierte Beurteilung ist da, glaube ich, eine Hilfe. Das zu nehmen und damit einfach heutigen islamischen Terror zu rechtfertigen oder zu sagen, das sei ja dasselbe, das ist schlecht. Oder das jetzt Christen vorzuwerfen, sagen, das ist jetzt typisch christlich, ist auch vollkommen daneben, weil es ja erstmal nicht nur Christen waren, die dahin gezogen sind, schon gar nicht mit christlicher Überzeugung. Und zum anderen, weil das ja gar nicht dem entspricht, wozu Jesus eigentlich auffordert. Das wäre eher wie der Franz von Assisi damals, der dann auch überzeugt ist als Christ, aber friedlich nach Ägypten geht, um dort mit Muslimen zu sprechen. Und übrigens manche seiner Ordensangehörigen, die er auch mitnimmt, die werden dann umgebracht. In Algerien umgebracht, also in heutigen Algerien, Tunesien umgebracht von Muslimen, weil die das eben nicht wollen. Aber da war es so, Christen sind dann friedlich auch in diese Länder gegangen, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist eher unsere Aufgabe, nicht mit billigen Entschuldigungen wie heute in der Politik für Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit oder sonst was, andere Völker zu unterdrücken, aber den Menschen zu helfen, natürlich für sie zu beten und wenn wir etwas von Jesus Christus weitererzählen, das auf friedlichem Weg zu tun.